So, da bin ich auch schon wieder. Wir sind etwas knapp mit dem Leben hier und wir müssen gerade gucken, wie wir da jetzt gescheit drüber kommen. Wahrscheinlich irgendwie springen oder so. Was haben wir denn, die Treter hier? Boah, es war knapp. Uff. Dann hängen jetzt überall die Standarten vom Schwarzen Ritter hier, vom Barnack. Gar nicht gut. Okay. Die Kerle sind ganz schön nervtötend. Aber ein lila Trank? Sowas sieht man gerne. Ganz viel Geld, das ich nicht aufheben kann. Lass da bitte nicht noch mehr von den Kerlen da rumstreunern. Meine, so langsam wird das hier richtig happig. Ah, verdammt, der ist im Weg. Och, die lassen da mal gutes Zeug hier droppen. Ich muss mal ganz fix hier. Wo will ich denn da hin? Ich muss nämlich noch meine Rüstung reparieren, das da geht nämlich so gar nicht. Fürs Militär ist mir nichts zu schade. Das ist schon krass, wie sehr sich das hier dann so verändert, ey. Ja, wunderherrlich. Ich kaufe mir jetzt noch ein paar blaue Tränke hier. Ich meine, die haben ja genug Gold. Das sind Plastiks. Trefft eure Wahl! Trefft! Eure. Oh. Ach ja. Leicht verkehrt. Trefft eure Wahl! Oh. Trefft eure Wahl! Oh. Okay. So, dann können wir jetzt wieder. Ah, oh, das ist das falsche Ding, wo ich gerade reingerannt bin. Ja, passiert. So, jetzt aber. Hey, guck mal da. Ich schwöre Barnack, meinem König und Gott, ewige Treue. Mein ganzes Leben werde ich ihm dienen. Okay, so viel dazu. Hallo Ritter. Ich habe Barnack so auf die Treue geschworen, dass ich selbst seinen Leuten meinen Kram verkaufe.
Natürlich zu überhöhten Preisen, aber sagt es nicht weiter. Los, Ritter, wählt. Boah. Das Geld können wir uns ja auch nachher noch schnappen, hoffe ich mal. Bei dir gutes Neues? Bei mir gibt es nichts für Barden. Alles ist für die schwarzen Garden. Ich weiß, ihr gehört nicht dazu. Sagt es nicht weiter, aber mir ist das lieber so. Was geht zu Information, ich verkaufe alle meine Pfeile in Paketen zu je 30. Welt! Oh. Oh. Junge, 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 Kapitalisten. Dorfbewohner? Das ist nicht gut shoppen hier. Das lohnt sich dann ja auch wenigstens, dass die so viel Life haben. Nanu? Ihr seid nicht den Schwarzritter? Ah, gut, ich verstehe. Das ist ein Test. Einverstanden. Ich schwöre Barnak, meinem König und Gott, ewige Treue. Mein ganzes Leben werde ich ihm dienen. Geht das so? Kann ich jetzt gehen? Laboratorium haben sie auch zugemacht. Aua. Alle paar Sekunden droppt hier so ein lila Tank. Genutzt. So, geht doch. Den hätten wir. Und hoch mit dem Teil. Wie viele Schritte? Ah, nur eine Frau. Okay. Lass mal mit dir noch labern. Ich schwöre Treue. Sprechen wir ganz leise. Zu Barnak. Ich weiß, wer du bist. Meinem König und Gott, mein ganzes Leben. Du wirst in der Herberge erwartet. Werde ich ihm dienen. Ja, danke, danke. Aber das ist... Du bist... Ah, so, ein Ritter, der nicht schwarz ist. Das ist unglaublich. Sei still, Panin. Er ist es. Du... Du musst stark sein, wenn die Wachen dich nicht geschlagen haben. Aber sei doch still, Panin. Siehst du nicht das? Ich habe große Lust herauszufinden, ob du wirklich stark bist. Wachen! Dieser Depp, er. Schweig! Aber nein, schweig doch endlich! Das reicht! Er ist es. Ich sage dir, er ist es. Hast du jetzt verstanden? Das ist er? Wer er? Ah. Gott, was ist denn mit dem? Aber das ist wahr. Oh, tut mir leid, großer Ritter und Kämpfer. Ich flehe dich um Verzeihung an. Ich bin blöd. Schon gut, egal, vergiss es. Heiland. Tretet näher, großer Ritter. Tretet näher.
Also, bitte sagt mir, dass ich, großer Ritter, großer Kämpfer, mit dir was umsonst bekomme. Ich erkenne euch, großer Ritter. Ihr seid Hype. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Was für ein großer Tag für uns. Wenn ihr essen wollt, müsst ihr leider... Es war so klar. Tut mir leid, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss meine Plastiks jeden Tag an Barnak abgeben. Meister Hype, schaut euch meine Zimmer an. Ihr werdet dort erwartet. Meister Hype. Das ist ja Wucherpreis hier, ist ja schlimm. Olga, meine Verlobte, wir gehen erstmal da hinten. Ach, wir speichern nach der Sequenz mit der Verlobten dann. Was ist da hinten? Schalter? Sieht nur so aus. Ah, lebendige Räuber, oh Wunder. Hi. Mein Liebster, ich bin so glücklich, dich wiederzusehen. Das ist ein großer Tag für die Widerstandsbewegung. Ein ganz großer Tag. Oh ja, Hype, ich bin die Anführerin der Widerstandsbewegung. Und was für ein Anführer? Ich stelle dir hiermit Rivest und Bagras vor, meine engsten Vertrauten. Vor kurzem ist eine charmante alte Dame namens Nolin zu mir gekommen. Sie hat mir ihr Tagebuch gegeben und das ihrer Mutter Charon. Darin habe ich über alle deine Heldentaten gelesen. Da habe ich gewusst, dass du zu mir zurückkommen würdest. Nolin ist weggegangen und ich habe sie nie wieder gesehen. Eure Rückkehr kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben auf dich gewartet, um in Aktion zu treten. Viele Leute sind zur Widerstandsbewegung gestoßen, aber Taskan der Vierte und die Königin Lizote sind Gefangene in der Festung. Und wir müssen sie zuerst befreien. Sie zusammen mit euch in Freiheit zu sehen, das wäre das Zeichen für den Aufstand. Aber die Festung wird zu stark bewacht. Du allein kannst den König befreien, Hype. Hier sind die Schlüssel für den Kerker der Festung. Wir haben sie einem schwarzen Wächter gestohlen, als er betrunken war. Wenn du einmal im Kerker bist, wirst du sicher eine Möglichkeit finden, die Zellen zu öffnen. Viel Glück. Ich liebe dich. Du besitzt jetzt den Schlüssel, der das Tor zum Festungsverlies öffnet. Yay! Das war so klar. Kaum sind wir da, schickt die uns schon wieder halb in den Tod. Das nenne ich mal Verlobte. Frauen. Ja, hier, jetzt wo du da bist, brauche ich ja nichts mehr zu machen. Jetzt kannst du das alles machen. Hier, viel Spaß. Herzlichen vielen Dank. Okay. Bonanza. Wo gehen wir lang? Wo müssen wir lang? Was ist denn mit dir, guter Mann? Das war's. Ich erinnere mich. Ich schwöre Barnak meinem Kü... wir kennen das schon. Oh! Wo kommst du her, Junge? Gott, tut dir mir leid. Den haben sie jetzt extra da... Putzi, 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 buh. Ja, komm schon her. Schon wieder so ein cooler Traum. Jetzt muss ich immer mal gucken, wie ich da reinkomme. Vielleicht über den Brunnen oder so. Aber ich glaube, das wird auch meine Rüstung nicht so überleben. Tatsächlich uns Schalter. Ich hoffe jetzt, dass wenigstens die Kerle da unten nicht sind. Oh, Spinnennetze. Sind da jetzt irgendwelche Spinnen oder so? Also an die vierte Epoche kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. Nur noch vereinzelt, dass wir noch kurz auf den Gustus treffen. Aber wie das jetzt genau hier im Kerker aussieht und so, keine Ahnung. Weiß ich alles nicht mehr. Vielleicht erinnere ich mich, wenn ich sehe. Das könnte passieren. Aber so sicher bin ich mir da nicht. Ich muss mich aber beeilen.
Aber schade, dass die Nodin abgehauen ist. Ich hätte gedacht, dass die wenigstens wartet, bis wir wieder da sind. Was mache ich denn da? Wieso stecke ich mein Schwert weg? Wir sind hier mitten im Krieg und der Herr Hype macht sich hier gemütlich oder verknappt. Zu offen. Jawohl. Waren wir hier doch richtig? So, mal wieder Face checken hier. Ich krieg aufs Maul. Um die Ecke spitzen. Ach, da geht's auch lang. Oder wie jetzt? Da haben wir schon wieder voll hier. Okay. Jetzt kackt mir ja nicht ab hier. Die Musik ist immer noch gleich. Gut. Gewüstet ohne Ende. Ah, ich hab Feuer. Okay. Merken wir uns das einfach mal. Ah, da ist noch so ein Speicherding. Oben steht eine Rüstung oder so. Boah, 8 Stunden oder so spielen wir jetzt schon. Hier sind wir um einiges lieber. Falls da noch welche sind, hole ich mir zuerst mal den hier. Da hinten geht's wohl in den Kerker, aber ich gucke zuerst mal noch gerade was. Ich glaube, der Gustus war. War da nicht in unserem Meister-Super-Duper-Raum? Oh. Mich ja doch noch. So. Eine Hase müsste mitnehmen. Da
dann ab in den Kerker. Und ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.